Ich will danach aber wieder einen Auftrag machen, wenn das geht, weil ich bringe einfach mehr. War es eigentlich egal, gehört ja auch zu den insgesamt Missionen dazu, also eigentlich ist es scheißegal, was zuerst. Irgendwas, was schnell geht vielleicht. Dann fühlt man sich besser, weil man gefühlt mehr geschafft hat, so, ne? Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Snow Rider Truck Simulator auf PC, Folge 929. Wir machen weiter hier auf der Map Flachland. Wollen hier mal einen ersten Auftrag jetzt erledigen, und zwar Allsehendes Auge. Müssen dafür einen Beobachtungsturm erreichen, und der tut sich noch ein bisschen schwer, denn diese Insel da scheint zumindest schwer erreichbar. Zumindest von dieser Seite, deswegen probieren wir es jetzt mal irgendwie von der anderen Seite. Ich wollte mich reparieren, hatte ich immer gesagt. Ja, machen wir erstmal so. Boah, echt, Alter. Also von hier gibt, ne? Es ist ja nicht weit weg. Wir müssen ja eigentlich nur da auf die Insel. Ist halt leider schwieriger, als es aussieht. Denn es ist überall zu tief. Wir kommen da halt einfach nicht hin. Was jetzt wieder dazu führt, dass ich hier ja, kreuz und quer fahren muss. Boah, was ist das hier eigentlich für eine Scheißstelle, Mann? Gehen wir mal auf niedrig. Es scheint hier ein bisschen härter zu sein. Zu tun, naja. Das macht er aber. Gut, naja. Jetzt, ich kann ja jetzt hier nur die Insel umrunden, und irgendwo muss es ja möglich sein. Hier könnte es vielleicht was sein, aber ah ja, guck mal, hier ist eine Straße, naja. Also scheint, als ob mich hier diese Straße da dann tatsächlich offiziell dahin führt. Weg wieder für so eine Kleinigkeit, wieder den kompletten Weg rum. Ja, manchmal macht es der Entwickler einem aber auch einfach nicht leicht. Aber was soll's. Wenn er da seinen Spaß dran hat, dann ist es halt so. Wir baden so aus, wir fahren. Auch wenn ich gestehen muss, dass der Truck hier echt viel verbraucht gerade. Ach. Was nicht ganz so erfreulich ist, weil hier in der Nähe war auch keine Tankstelle und so. Das ist blöd. Das wird mich jetzt auch wieder so viel kosten hier. Oh mein Gott. Ja, das sind jetzt halt 22 Liter durchgehen. Da sind halt die 200 ganz schnell weg, ne? Und von der Insel komme ich ja gerade mal so wieder runter. Viel weiter komme ich ja gar nicht. Vielleicht muss ich mal wieder einen Caterpillar aktivieren oder so. Oder einen Laster mit einem schönen Tankaufsatz. Weil anders weiß ich mir hier gerade echt nicht besser zu helfen. Ne? Kann ich hier irgendwie an Land fahren? Ja, kurz und bündig mehr, aber ich hoffe, dass ich nicht dafür bezahle hier. Yeah.
Bäume. Hier kann ich doch alle kaputt machen. Dann gib ihm mal. Luxus hier jetzt durchzubrettern, gönne ich mir mal. So. Erster Auftrag auf Flachland. Endlich. Mein Gott. Oh, ist das schön. Oh. Der Wachturm ist zugänglich. Es ist nur fair, wenn du zuerst hinaufsteigst. Und wie ist die Aussicht dort oben? Das gibt nochmal 620 und 6400 Belohnungspunkte und den Wachturm. Ah, ist schön. Wir sehen wenigstens ein bisschen was. Ah, die ganze Karte ist freigeschaltet. Ich freue mich. Gut, Funkturm ist da. Okay, das wäre doch wieder was für unseren anderen Truck. Relativ gut sogar. Das machen wir doch mit dem anderen jetzt erstmal. Wo war denn hier die Tankstelle? War doch auch hier auf der Map, ne? Top, direkt auf dem Weg. Super, na dann. Machen wir doch das gleich als nächstes. Ja, da kommt man wieder nicht gut hin. Muss man hier fahren. Dann hier irgendwie und dann kommt man da bestimmt irgendwie hin. Okay, cool. Naja. Viel Kraftstoff habe ich noch. Der hat auch noch gut. Und dann machen wir die nächste Aufgabe hier gleich. Okay, ja, nee, das soll natürlich so jetzt nicht sein. Ja. Kann's einfach nicht lassen. Versteht das. Das hat keiner gesehen. Au. Er hat halt 600 Reparaturpunkte, ist halt auch schon ein Vorteil, ne? Gerade für Missionen. Also man merkt schon, die sind so ein bisschen gebalanced halt. Der andere hat mehr Kraftstoff, der hat aber mehr Add-ons und mehr Reparaturpunkte und ist halt ein bisschen kompakter. Dafür hat der andere wiederum einen tieferen Schwerpunkt und eine niedrige Sattelkupplung, was halt auch schon ein sehr, sehr großer Vorteil ist, meiner Ansicht, ne? Ja, deshalb. Oh, das hier ist halt ein riesiger Staudamm und wahrscheinlich auch eine Generatorstation, ne? Oh, und da hinten wartet der Anhänger, nämlich der Service-Anhänger, und der muss eben zum Funkturm geliefert werden. Ja, der muss abgeliefert werden.
Wer, wenn nicht wir, werden den natürlich erfolgreich abliefern. Und hier, zumindest auf dem Teil der Map, hat man halt wirklich ein schön ausgebautes Straßennetz. Funktionierende Brücken, es ist toll. Man kann einfach fahren, man hat einfach... Hier hat man einfach Freude, bin ich ehrlich. So, hier war die Tanke, ne? Ja. Ich glaube, auf dem Rückweg werde ich mir auf jeden Fall mal mitnehmen. Falsch gefahren natürlich. Hier bin ich richtig. Jetzt. Habe ich schon angenommen. Mal die Physik erlaubt mir ja trotzdem rumzukutschen. Gigantische Kühltürme. So. Den schnappen wir uns. Und dann wird abgeliefert. Auftanken nicht vergessen. Es fängt wieder an zu regnen. Ja, 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 ja. Junge, bei mir hier gestern mal in Real Life war einmal so ein Gewitter. Es hat nicht mal fett, also doch, ein paar Minuten hat es richtig fett geschüttet, aber davor Blitze. Ich dachte, what the fuck, was ist das? Nicht ein Blitz, sondern bam, 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 überall. Zack, zack, zack und gleichzeitig und alles voll. Ich dachte mir so, wuhu. Geht die Scheiße ab hier. Da wollte ich gerade schön lüften, weil in meiner Bude wieder viel zu warm war. Ja, gleich mal Fenster wieder zugemacht. Oh. Das ist voll, das nicht. Das ist auch noch voll gewesen. Ja, wahrscheinlich hätte ich sogar noch ein bisschen Puffer gehabt. Aber so, frisch aufgetankt. Schon sind wir hier deutlich flexibler mit zwei Trucks auf der Karte. Vielleicht hole ich mir nochmal einen, aber eigentlich bin ich gerade zufrieden. Wobei ich wieder auf den Collab oder so, ne? Ist mir auch ewig nicht mehr gefahren. Und das ist ja auch nicht so, dass der nicht abgeliefert hat.
Aber ich glaube, der war ja schlechter geworden, seitdem er, der hat ja richtig guten Kraftstoffverbrauch, aber hat dann nach einem Update plötzlich mehr gezogen. Und hat halt keine Dingsen, sondern hat halt auch nur eine hohe Sattelkupplung. Ja, ist halt einfach nicht mehr, aber ich bin den damals nicht gerne gefahren. Aber auch die Pacifics bin ich gerne gefahren, jetzt mal ohne Scheiß. Es sind schon viele geile Trucks dabei, kann man ja auch echt nichts gegen sagen. Aber wir haben den neuen Truck hier noch gar nicht kennengelernt. Phase 13 habe ich gesehen, bringt auch wieder einen neuen Truck und einen neuen Scout. Also da schlafen die Entwickler auch nicht, sagen wir mal, wie es ist. Dementsprechend, ja. Da. Da, komm. Da oben sieht man den Funkturm schon, aber es gibt eben keine Route dahin. Deswegen dürfen wir jetzt hier schön außenrum wieder einen Umweg fahren. Wie wir es gern haben. Ah, ja, passt. Hier rein? Ja. Oh. Das ist ja hier wieder ein schöner Weg. Ah. Aber der kommt echt schön. Also der Zix ist aber auch hier, was so Steigungen angeht. Im Gelände ist der trotzdem irgendwie doch nochmal stärker als der andere, ne? Puh, ja. Der hat halt auch nicht das Problem mit dem Aufsetzen vorne, weil er einfach deutlich höher ist, Mann. Ja, da ist der Funkturm, aber ich mache jetzt hier keine Experimente. Ich will danach aber wieder einen Auftrag machen, wenn das geht, weil ich bringe einfach mehr. Weiß eigentlich egal, gehört ja auch zu den insgesamt Missionen dazu, also eigentlich ist es scheißegal, was zuerst. Irgendwas, was schnell geht, vielleicht. Dann fühlt man sich besser, weil man gefühlt mehr geschafft hat, so, ne? Ah, der Anhänger, der ist wohl magnetisch verbunden. Egal, Hauptsache der ist dran, ganz ehrlich. Als ob mich das gerade was juckt, ey. Ah, Baum verschwindt. Ah, fahre ich außen rum hier, das tue ich mir jetzt auch wieder nicht an. Dann haben wir das geschafft. Gut gemacht, wir sind wieder verbunden. Du bist so geschickt mit deinen Händen und Türmen. 630 Erfahrung, 7200 Kredite hier auf unseren Nacken. Ja, sind wir schon mal bei 16 von 108, ist ja wunderbar.
Was hat er uns jetzt hier theoretisch? Lieferung zum Garagenparkplatz, der International Lodestar. Ist der hier irgendwo? Nee. Hm. Der da? Der muss. Na gut, von da geht's ja. Könnte ich actually mit dem anderen probieren. So. Dann könnten sich beide in der Werkstatt treffen und dann. Wäre doch eigentlich gar nicht schlecht. Das ist ja nur eine Route durchfahren, ne? Aber ich muss halt den gesamten Weg hier wieder zurück. Das ist das Problem, ne? Ich werde jetzt hier mal diesmal auf der Straße fahren, wobei auch das hier nicht so geil aussieht, bin ich ganz ehrlich, wie das ist. Da bin ich ehrlich, wie das ist. Irgendwie nicht so cool, aber. So, machen wir mal auf 12, die 13 Uhr diesmal. Machen wir es jetzt realistisch, wie es ist. Wir haben noch übrig 385. Das ist alles, was wir haben. Wir können damit so weit kommen, wie möglich halt. Hier überhaupt rüber. Ja. Aber ich sehe auch gerade schon wieder das Zeiteisen, liebe Freunde. Das spielt nicht mit. Ich würde hier ganz gerne aber noch die Insel verlassen. Das ging ja zumindest hier relativ simpel von der Hand. Jetzt haben wir auch gerade kein Gewicht auf dem Anhänger. Ist natürlich auch schön, aber. Das ist wieder nicht so geil bei dem Truck. Wie gesagt, so eine kleine Steigung und dann bist du schon direkt am Arsch. Nimmst du deinen Schaden mit und ja. Na egal, wir verlassen jetzt erstmal die Insel und dann. So, und dann machen wir hier nächste Folge weiter und dann bin ich mal gespannt, ob wir die Mission tatsächlich noch mit dem vorhandenen Sprit machen können. Ich danke ganz herzlich mal wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.